Hallo und herzlich willkommen zum Basic des Videolernzyklus zum Thema Masse und Dichte von Körpern von Mathematik macht Freude. In diesem Video werden wir zuerst ein kleines Quiz durchführen und dann einige einfache Aufgaben dazu rechnen. Beginnen wir gleich mit dem Quiz. Aus dem Intro weißt du ja bestimmt noch einige Dinge. Deswegen ordne doch den verschiedenen Größen die passenden Eigenschaften zu. Versuche das mal selbst und im Anschluss lösen wir auf. Pausiere nun das Video. Fertig? Sehr gut, dann lösen wir gemeinsam auf. Also, die Masse gibt an, wie schwer ein Gegenstand ist. Sie ist ein Maß dafür, wie schwer sich ein Gegenstand anfühlt. Die Standardeinheit der Masse ist das Kilogramm. Eine weitere Einheit der Masse ist das Gramm. Der Zusammenhang, der uns Masse mit Hilfe von Dichte und Volumen berechnen lässt, ist m ist rho mal v. Zum Volumen passt die Eigenschaft beschreibt die Größe. Das Volumen ist ein Maß für die Größe eines Gegenstandes. Die Standardeinheit des Volumens ist Kubikmeter, aber auch Meter wäre zum Beispiel eine Einheit des Volumens. Der Zusammenhang, mit dem man das Volumen berechnen kann, ist V ist M durch Rho. Zur Dichte passt die Eigenschaft, dass sie Masse und Volumen miteinander verknüpft. Also verknüpft M mit V. Die Standardeinheit der Dichte ist Kilogramm pro Kubikmeter. Eine weitere übliche Einheit wäre Gramm pro Kubikzentimeter. Der Zusammenhang, mit welcher sich die Dichte berechnen lässt, ist Rho ist M durch V. Hast du das auch so gemacht? Wenn ja, sehr gut. Beginnen wir mit der ersten Aufgabe. Am rechten Bildschirmrand findest du alle nötigen Formeln, die du für die Rechnungen brauchen wirst. Es ist gegeben, ein Würfel mit Volumen 3 Kubikzentimeter. Die Dichte ist auch gegeben mit 8 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, ein Würfel mit 1 Kubikzentimeter dieses Materials wiegt 8 Gramm. Aus diesen beiden Eigenschaften wollen wir nun die Masse bestimmen. Versuche es doch erstmal selbst und im Anschluss lösen wir gemeinsam auf. Pausiere nun das Video. Fertig? Sehr gut. Dann lösen wir auf. Zur Lösung machen wir uns mal bewusst, wir haben gegeben das Volumen mit 3 Kubikzentimetern, die Dichte mit 8 Gramm pro Kubikzentimeter und wir wollen bestimmen die Masse. Nun brauchen wir den Zusammenhang, der uns die Masse mit Hilfe von Dichte und Volumen ausrechnen lässt. Dieser Zusammenhang sieht sehr vielversprechend aus. Nehmen wir diese Gleichung doch mal her und von da aus gehen wir weiter. Setzen wir für Dichte und Volumen die Zahlenwerte ein, die angegeben sind, für Dichte 8, für das Volumen 3 und überprüfen, ob die Einheit auch zusammenpasst. Das Volumen ist hier in Kubikzentimeter angegeben, die Dichte in Gramm pro Kubikzentimeter, das passt also. Die Masse wird also in der Einheit Gramm herauskommen und wir rechnen weiter aus. M ist 24. Und noch einen Antwortsatz schreiben. Die Masse des Würfels beträgt 24 Gramm. Hast du das auch rausbekommen? Weiter geht's mit der nächsten Aufgabe, Aufgabe 2. Diesmal haben wir einen Quader gegeben mit einer Masse von 120 Gramm. Das Volumen ist ebenfalls gegeben mit 24 Kubikzentimetern. Gesucht ist nun die Dichte. In Gramm pro Kubikzentimeter. Versuch die Aufgabe doch mal selbstständig zu lösen und im Anschluss lösen wir wieder gemeinsam auf. Pausiere nun das Video. Fertig? Super. Dann zur Lösung. Wir haben die Masse gegeben mit 120 Gramm. Wir haben das Volumen gegeben mit 24 Kubikzentimetern. Nun wollen wir die Formel finden, mit der wir die Dichte bestimmen können. Hier steht, Dichte ist Masse durch Volumen.
Die nehmen wir. Sehr gut. Wir überzeugen uns auch wieder von den Einheiten. Die Masse ist in Gramm gegeben, das Volumen in Kubikzentimetern. Die Dichte wird also in Gramm pro Kubikzentimeter rauskommen. Das passt. Sehr gut. Dann brauchen wir nur noch rechnen. Rho ist 120 durch 24. Wenn wir das ausrechnen, erhalten wir Rho ist 5. Als Antwortsatz können wir dann noch schreiben, die Dichte des Quaders beträgt 5 Gramm pro Kubikzentimeter. Wunderbar. Kommen wir zur dritten und letzten Aufgabe. In dieser ist ein Zylinder gegeben mit einer Masse von 150 Gramm. Auch die Dichte ist gegeben mit 25 Gramm pro Kubikzentimeter. Aus diesen beiden Größen soll nun das Volumen bestimmt werden. Versuche es doch wieder selbst und im Anschluss rechnen wir gemeinsam. Pausiere das Video. Fertig gerechnet? Sehr gut. Dann werden wir wieder gemeinsam auflösen. Gegeben ist die Masse mit 150 Gramm. Auch die Dichte ist gegeben mit 25 Gramm pro Kubikzentimeter. Wir suchen den Zusammenhang, der uns das Volumen mit Hilfe dieser beiden Größen berechnen lässt. Wenn du dir diesen Zusammenhang hier ansiehst, dann siehst du, dass hier V bestimmt wird mit Hilfe von Masse und Dichte. Also nehmen wir diesen Zusammenhang. Mit diesem Zusammenhang rechnen wir weiter. Überzeugen wir uns wieder davon, dass die Einheiten zusammenpassen. Die Masse ist in Gramm angegeben, die Dichte in Gramm pro Kubikzentimetern. Das Volumen wird also in Kubikzentimeter rauskommen. Das passt uns. Das Volumen ist also 150 für die Masse eingesetzt, durch 25 für die Dichte eingesetzt. Weiterrechnen, erhalten wir V ist 6. Als Antwortsatz können wir dann noch schreiben, das Volumen des Zylinders beträgt 6 Kubikzentimeter. Sehr gut, damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Im nächsten Video werden wir diese Zusammenhänge noch etwas vernetzen und auch das Problem einer Königin lösen. Also, bis bald!